Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ich schiebe mal einfach den Screen für mich auch hin, dass ich den Chat sehen kann. Auch wenn er heute nicht so wirklich aktiv ist, aber gut, was willst du machen, ne? Ist ja egal. Ihr habt mich ja vor dem Mikrofon als High Performer. Wir sind bei Winzer. Ihr seht, Winzer, Berlin, 30.11.1991. Copyright 1991, Starbyte Software. Ich glaube, die saßen mal in Bochum. Und die C64 Conversion bei Patva. Also ich glaube, das kam ursprünglich für den Amiga raus. Ich hoffe mal, das wird ein bisschen lauter, weil sonst finde ich es ein bisschen leise. Aber kriegen wir schon hin. Ach, es geht beides. Okay. So, wir spielen mit Graphics. Ja, doch, da ist auch Musik. Das ist okay. Wenn die Musik, können wir immer noch lauter machen. Wir spielen mit Graphics und wir spielen mit Musik, ne? Schafft ihr das? Also wir spielen jetzt mit Grafik. Also ich möchte hier die Senioren im Chat nicht überfordern. Dies ist jetzt Grafik. Das wird bunt. Ja? Also falls ihr gleich irgendwelche Flashbacks habt, einfach schon mal das Telefon hinlegen lassen, damit man den erstbesten Arzt anruft. Kriegt man das hin? Und hier ist Musik. Steht hier? Musik. Ja, das ist so, wie wenn ihr da hier Florian Silbereisen hört. Nur in gut. Aus der Abteilung, wie viele Feinde kann man schaffen? Fragen Sie mich. So, ist this a new game? Das ist übrigens die deutsche Version, übrigens. Yes. How many players? Was soll, willst du mich verscheißern? Das ist doch niemals die deutsche Version. Was ist das denn wieder für ein Quark? Also wenn, dann wollen wir die deutsche Version aber. Das wüsste ich aber. Also beim deutschen Spiel hätte ich gerne die deutsche Version. Also will ich doch. Also bitte. Sonst versteht das doch draußen wieder keiner. Dann wird doch wieder groß diskutiert. Wie kann das denn sein? Was ist da los? Wieso ist das Englisch? Was ist das? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Und wir wissen, dass man möchte ja auch nicht alte Menschen verwirren. So, Winzer German. Cool, mit der Musik von Top Gun. Ich hau ins Essen. Nee, ist klar. Weil wenn ich an Winzer denke, dann denke ich natürlich an Top Gun. Und wenn ich das tue, möchte ich bitte ins Heim. So, das ist jetzt Deutsch, Grafik, Musik. Das war vorher Graphics und Music. Also, ich weiß, ist schwierig eine Transition, aber das ist jetzt die deutsche Version. A new game müsste da jetzt stehen im Englischen. Im Deutschen steht ein neues Spiel. Ja, ein Spieler. Herr, Frau, Computer. So, darf ich jetzt tippen? Darf ich nicht? Achso, ich muss mich für ein Geschlecht festlegen. Ja, das ist noch die Zeiten, wo man das machen muss. Mir ist das eigentlich wurscht. Ich mach mal her. Ich bin der Herr Venom. Guten Tag auch. Herr Venom, drückt die Return-Taste. So, wunderbar. Wo kommt er? Rheinland-Pfalz, Rheinhessen, Württemberg, Franken. Eigentlich müssten wir noch aus Franken kommen. Weil aus Franken, das wissen vielleicht viele gar nicht, kommen erfolgreiche YouTuber. So, komm, dann wählen wir Franken. Gehen wir ins Frankenland. Herr Venom, Winzer in Franken. Ist das korrekt? Ich kann das übrigens gar nicht vom Dialekt, falls ihr Jungs, ne? Also, aber ich kann trotzdem viele Feinde machen. So ist das nicht. Korrekt? Ja, natürlich ist es korrekt. Als würde ich in meinem Leben Fehler machen. Das sind übrigens die Diskettengeräusche. Falls ihr fragt, ja, auch die werden emuliert. Ist alles Magie. Da sitzt ein Praktikant, der spielt jetzt mit der echten Floppy rum übrigens.
Hört sich an wie Ladeprobleme oder sowas. Ich glaube nicht, dass wir übrigens die Vorgeschichte erzählt kriegen. Die muss ich gleich vorlesen. Aus einem schlechten Scan. Ich habe das im Chat schon gesagt. Der Scan ist grausam. Wurde wahrscheinlich irgendwie eingescannt, wie ich damals irgendwie... ihr kennt das vielleicht noch, wo so Kopierschutzsachen gemacht worden sind. Ne? Wo man Handbücher kopieren musste. Herr Venom in Frangen. Januar 1975. Ihr Wetter war wolkig. Mild. Nachtfröste. Sie verfügen über D-Mark, oh mein Gott, 39.571 D-Mark. Um einen schlechten Witz zu machen, in österreichische Schillinge 30 Trillionen. Sie haben 1.500 Liter Speicherplatz und 3.000 Apfelflaschen. Ihr Weinbergzustand liegt bei 100%. Und wie schnell kommt jetzt ein Zug von A nach B? Ja. So, dann geht's los. Oh, es ist aber... Ist aber gut programmiert worden. Das Ding hat aber eine Vorgeschichte. Jetzt bin ich ganz professionell, ich lese sie vor. Ich gehe mal einfach... Ich habe hier nämlich einmal das Handbuch auf. Wie schon ein beschissener Dreckscan. Starbyte Software, falls das irgendeinen interessiert. Ich weiß, es gibt ja Leute, die kommen aus Bochum. Nordring 71 saßen die. In der, mit der damaligen Postzahl 4630 Bochum. Es waren Postzahlzahlen, waren damals vierstellig. Bevor dann Rolf mit den 5 kam. Wenn ihr euch daran erinnert. Die Bomico Service Line, soll ich die auch noch verraten? 0234 für Bochum, 680460. Falls sich irgendeiner meldet, ruft nicht an. So, also das Spiel gibt es für Amiga, Atari, wahrscheinlich Atari ST, IBM PC und mit C64. Die Story. Eines Tages bekommen Sie einen Brief von einem Notar aus Frankfurt am Main. Gespannt öffnen sie diesen, da sie eigentlich gar keinen Kontakt in diese Region Deutschlands haben. Ja, klar, wer möchte, sind wir mal ganz ehrlich, Kontakt mit jemandem haben in Frankfurt? Ja? Darmstädter lachen gerade, aber da müsst ihr durch. Erstaunt lesen sie, dass sie ein 10 Hektar großes Weingut geerbt haben sollen. Damit weiß man, wie man in Deutschland zu Geld kommt, durch Erben. Auch das wusste das Game schon damals. Und dies auch noch von einem entfernten Verwandten, von dem sie dachten, dass er schon lange gestorben sei. Gut, jetzt ist er wohl tot, sonst hätten wir nicht geerbt. Was soll ich als Städter denn mit diesem Weinberg? Ich trinke doch viel lieber mein Bier. Kenne ich? Ich kenne auch keinen coolen Weintrinker. Nee, einen. Denken sie und beschließen aber trotzdem, sich mit dem Notar in Verbindung zu setzen, um die Sache zu bereinigen. Da sich das Ganze nicht telefonisch klären lässt, reisen sie nach Frankfurt. Weil das ja eine unglaubliche Weltreise ist. Immer noch voll entschlossen, das Erbe nicht anzutreten, treffen sie sich mit dem Notar. Dieser erzählt ihnen, dass glatte 4 Millionen D-Mark, also in Schilling 834 Quadrillionen, auf sie warten. Allerdings mit einer Bedingung. Sie müssen an einem Wettbewerb um den ersten Vorsitz bei der Internationalen Weingenossengesellschaft teilnehmen. Und dies geschieht nur, wenn der Teilnehmer ein Weingut besitzt und darauf gut wirtschaftet. Der Sieger wird nach dem Punktesystem ermittelt. Diese Punkte kann man durch Anmeldung von Weinen, Herstellung von Sekt und Teilnahme an Landes- und Bundeswettbewerben bekommen. Gewonnen hat derjenige, der als erster 1000 Punkte hat. Da sie das Geld lockt und sie zurzeit nichts Besseres zu tun haben, nehmen sie schließlich doch die Erbschaft an. Doch was für eine Überraschung bei dem ersten Besuch auf dem geerbten Weingut. Der letzte Angestellte, ein Lagerarbeiter, begrüßt sie als neuen Besitzer. Gut, hat er noch nicht, werden wir wahrscheinlich gleich sehen. Freudig laden sie ihn zu einem Glas Wein ein. Bist du bescheuert? Der soll arbeiten! Der soll nicht saufen? Was ist das denn hier für ein fünftes Weltbild? Der ist nicht ohne Grund Arbeiter! Hallo? Der soll arbeiten! Steht schon in der Berufsbezeichnung! Wo sind wir denn hier? Der heißt nicht Säufer, der heißt Arbeiter! Skandal! Also deswegen... Wir haben schon die ganzen hier Arbeitgeber-Fans gesagt, man muss auch mal die Arbeit wieder geil finden. Ne? Das ist unglaublich, ist ein Skandal. Das ist ein Skandal, hier geht alles vor die Hunde. So, auf dem gesamten Weingut ist jedoch keine einzige Flasche Wein mehr aufzutreiben. Ja, dann geht man halt in Penny. Das werde ich von irgendwelchen Leuten gerade angefangen. Ich kann euch gerade sagen, so Schweinerei. Frechheit. Keine guten Nachrichten. Ich habe also in echt kein Weingut geerbt, übrigens, falls das Leute gerade interessiert.
Das Einzige, was noch vorhanden sind, sind 3000 leere Flaschen und Fässer mit einem Fassungsvermögen von 1500 Litern. Das ist, glaube ich, nie so viel. Also beschließen sie, ihre letzten 40.000 D-Mark in Schilling, ihr wisst das, 1,2 Millionen, vernünftig zu investieren. Da sie so gut wie keine Ahnung von der Weinherstellung haben, machen sie sich erst einmal kundig und sammeln Informationen. Wie das hier ist, tut man das nicht, aber ich gehe auch damals davon aus, dann hat man einfach sich YouTube-Videos angeguckt, wie Leute das anscheinend auch immer gern machen. Oder gucken sich das bei Twitch an oder sonstiges. Also, man könnte auch ein gutes Buch lesen, aber mein Gott, ja, was willst du machen? So, jetzt gehe ich ins Game und gehe in den Chat. Wie kaum ein... Was heißt hier großkotzig? Jetzt mal unter uns, Zwieback. Jetzt sag mal ganz ehrlich. Also es gibt doch Leute, die sind High-Performer. Ja? Die, zu denen schaut man auf. Und wenn der da als Arbeiter, ja? Er muss ja auch zufrieden sein, sonst wäre er ja kein Arbeiter. Ne? Sonst hätte er ja... Er muss ja das Mindset haben, dass er nur ein Arbeiter ist. Ja, dann kann man ihm doch auch arbeiten lassen. Ich will ihm doch seine Träume nicht zerstören. Also, wer bin ich denn? Ich bin doch kein Unmensch. Also, bitte, liebe Freunde da draußen, also, ihr stellt mich da hin. Also, da ist einer, der will im Schweiße seines Angesichts, also, ich kann das nicht verstehen, aber der will da tatsächlich für Mindestlohn arbeiten. Ja, da wäre ich doch der Allerletzte zu sagen, hör mal, du kriegst noch weniger. Ich mach dem seine Träume wahr. Dann könnt ihr mir auch mal danken. Ja? Hier. Ne? Träume werden wahr mit mir. So, wo bin ich denn hin? Also, Franken, Januar 75. Okay. Wo bin ich denn hin? Weinberg, Schuppen, Lagerhaus, Kellerei, Wohnhaus. Wir fangen mal an. Was ist denn im Weinberg los? Was gibt's Neues im Weinberg? Was sagt die aktuelle Weinlaus oder so? Oder der Öxle-Gehalt oder wie hieß das da? Ich habe von Wein keine Ahnung übrigens, deswegen kann ich gleich wunderschön. Aber ist egal, ich will eh nur punchen und will möglichst eine Drecksbrühe auf den Markt schmeißen. Ich meine natürlich ein Qualitätsprodukt. So, Rebsorten-Info, ich habe doch eh nichts. Ich habe doch noch gar nichts. Ich habe doch weder irgendwas gepflanzt noch sonst irgendwas. Ach, ich habe nichts. What a surprise. Okay, also hier bin ich falsch. Rebsorten anpflanzen, Rebsorten lesen. Kann ich das machen? Kann ich ernten? Kann ich bestimmt nicht, ne? Nur August, Dezember. Stimmt, das war noch vor der Klimakrise, ne? Ja, frag mich doch einfach. Also, wie gesagt, also ich gebe auch Lebenshilfe für viel Geld. Mache ich das und da bin ich ein Kumpel. Also da bin ich ein Kumpel. Also das ist... So, anpflanzen können wir hier... Wir haben doch aber nichts zum Anpflanzen, oder? Soll ich mal gucken, ob ich was anpflanzen kann? Komm, so ein Riesling, der geht immer. Der Deutsche hat eh keine Ahnung von Wein, der soll es kaufen. So, wie viel kaufen? Ein Riesling ist so teuer? Nee, dann machen wir hier Müller-Thurgau. Das ist günstig. Hallo? Ich glaube... Machen wir erstmal... Wir gehen erstmal auf den... Da. So, komm. Wie viel kaufen? 10 Reben. Wenn ich jetzt 10 Reben kaufe, für wie viel ist das denn? Wahrscheinlich muss ich ein bisschen mehr kaufen, oder? Mal 100? Komm, machen wir mal 100 Reben, Müller-Thurgau. Einkaufspreis 17. Also verticken wir den schon mindestens für 50, ne? So. Ja, ernten können wir noch nicht. So, Schuppen. Ach, zur Stadt können wir auch. Was können wir denn in der Stadt machen? Shoppen wahrscheinlich. Sabotage. Sofort hier einmal zu früh im Jahr. Okay. Auch Saboteure sind Saisonarbeiter. Die Bank hat aber noch auf, ja? Und hat einen Ladefehler. Klar, ist ja die Bank.
Ist ja logisch. Mit den USA handeln? Ich kann mit den USA, England, Kanada? Ja, ich hab doch gar nichts, was ich zu... Ich hab doch nichts, was ich verkaufen kann. Ich meine, so gerne ich irgendwas verkaufen würde, aber ich hab doch nichts. Okay, also, erstmal nicht. Arbeitsamt, wahrscheinlich muss ich Personal einstellen. So, Lagerarbeiter ein. Die Frage ist, wie flexibel ist der? Ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn er geil ist auf seinen Job, dann braucht er auch, um es mal wirklich nett zu formulieren, kein Wochenende und auch keinen Urlaub. Ja? Und Feierabend, sagen wir mal ganz ehrlich, muss er auch nicht haben, dann wird er auch nicht kriminell. Und ich glaube, dass... Sollen wir ihm... Ach komm, es gibt einen Erntehelfer. Komm, wir wollen mal nicht übertreiben. Kriegt er auch eine helfende Hand. Ne? Fühlt er sich auch nicht so allein? Ich bin ja, wisst ihr, ich bin ja sehr sozial engagiert. Also, Großhandel, Einzelhandel, ja, ich hab nix. Werbebüro hatte irgendeiner geschrieben, kann man cheaten. Stand irgendwo. Da, hier, der Leikoller sagt's richtig, 24-7 die Leute arbeiten lassen, dann läuft das. Dann kommen die auch wirklich nicht auf doofe Gedanken. Gott, ich brauche noch nichts werben, weil ohne Wein nix. So, was haben wir denn noch? Lagerhaus. Ist wahrscheinlich auch nix. Kellerbuch? Okay, da ist auch nichts drin. Ich meine, ich habe ja noch keinen Wein. Also kann ich mir wahrscheinlich noch keinen Wein angucken. Flaschen ankaufen? Weine abfüllen? Ja, ich habe doch nichts, oder? Da kann man beim Nachbarn klauen. Da ist doch nichts da. Eigentlich, wenn nichts zu tun ist, kann ich auch eigentlich beide entlassen, ne? Spart man Geld. Der Kellerei macht auch nichts, weil wir haben ja keine Reben. Wein verpanschen. Du sprichst meine Sprache. Traubenmost anzuckern, anwässern. Fassweine vermischen. Anzuckern ist gut, ne? Ja, man kann mal Leute. Ja, Zucker ist immer gut. Sagt ja auch Nestle. Ist ein Naturprodukt. So. Okay. CCOH. HOOC. Das sind auf jeden Fall echte Formeln. Meine Güte. So, also hier kann man noch nichts machen. So, was können wir denn im Wohnhaus machen? Runde beenden. Pff. Weiter. So. Aber ich kann doch immer noch nichts machen, ne? Ich kann doch jetzt eigentlich nur so lange die Runde beenden machen, bis ich dann... eine Weinlese machen kann, oder? Da, Müller-Thurgau, oder ist er? Da ist er! August von Dezember, ja gut. Dann heißt, ich kann also... erstmal bis August pausieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein harter Job als Weinbergbesitzer. Das wissen vielleicht viele gar nicht. Also das ist nicht einfach nur warten und Geld zählen. Nein, das ist auch harte Arbeit.
Also da gibt es viele Leute, die können das gar nicht nachvollziehen. Und ich finde das schon schwer. Also, ich möchte in der Zwischenzeit gerne bei jeder Talkshow, ich weiß nicht, wen es 1975 gab, keine Ahnung, möchte ich bei jeder Talkshow gesessen haben und irgendwie irgendwelche wichtigen Themen machen. Und natürlich bei jedem Handelskongress und Arbeitgeber, ich möchte auf jeden Fall hin. Als Großindustrieller ist klar. So. Dann sind wir schon bei Juli. Bin mal gespannt, wie lange das Video wird. Wir sind schon bei 20 Minuten übrigens. Dann kommt wieder irgendein, eine Stunde gemacht. Ja, und du hast es dir eine Stunde angeguckt. Also, wer ist jetzt der Depp? So, jetzt Ruhe. So. Weinberg. So, ihr seid doch dabei, ne? Also, wir machen jetzt alles, was irgendwie nur Schweinereien sind, wir machen alles das, ne? Also, ich weiß ja, ihr seid ja auch diejenigen, die sagt, komm, ne? Wo man bescheißen kann, soll man bescheißen. Und da habt ihr nicht Unrecht. So, ich hätte gerne mal meinen Müller-Thurgau. So, ihre Rebenanzahl 77, ihre Traubenmenge, Öchselgrad, Reifegrad, Trauben lesen, ja, komm. Ob das gut oder schlecht ist, ist mir wurscht. Ich bring's trotzdem auf den Markt. Alles. Alles. Ich will doch hier keinen Qualitätswein machen. Ich will das verkaufen. So, 267 Kilo. Kann man das 1 zu 1 in Liter umrechnen? So, jetzt kann ich doch. Jetzt müsste ich doch theoretisch. Das umfüllen und dann verkaufen, gell? Wein punchen. Völlig egal. Ist mir scheißegal. Sollen sie alle krank von werden? Ist mir völlig egal. Zuckern. Desto süßer die Plörre ist, desto Leute finden das toll. So. So. Kosten. Wie viel Prozent Kosten? Pro Prozent 13? Kann ich nur... Ich wollte doch sagen. Hallo? Volle Suppe rein. Unser Wein schmeckt wie Cola. Aber da haben wir den Öchselgrad mal hochgejagt. Und Traubenmenge ist bei 2,8 Tonnen. Ich werde wahrscheinlich aus jeder, kann ich das eigentlich nochmal ver... Kann ich jetzt eigentlich nochmal bescheißen? Kann ich das jetzt noch anwässern? Das muss doch so zum Kotzen sein, das Zeug. Ach, ist schon gepackt. Okay, man kann nicht zweimal punchen. Ich sehe schon. So, haben wir. Oh, jetzt kann ich den noch eigentlich verkaufen, oder? Oder muss ich jetzt in der Stadt das verkaufen? Also das wäre jetzt mein Plan. Lagerplatz ankaufen. Achso, Weine abfüllen wahrscheinlich. Ich hier nur mal abfüllen, ja. Hä? Wie? Kann ich nie abfüllen? Hä? Welcher Schritt fehlt denn da noch? Moment. Wir haben doch jetzt geerntet. Da muss doch irgendwas damit passieren. Und meiner Verrücktheit muss doch dann irgendwann... da was passieren. Ja, das haben wir gemacht. Können wir was im Schuppen machen?
Vielleicht ist die Reihenfolge ja irgendwie ganz sinnvoll in diesem Game. Erntemaschinen entwerben. Okay, ernten ohne Erntemaschine ist wahrscheinlich schwierig. Willst du mich verkackeiern? Willst du mich jetzt verkackeiern? Das heißt, wir haben jetzt was gepflanzt? Volle Lotte. Achso, darf ich gar nicht? Okay. Okay, wir dürfen nur 9%. Ja, dann machen wir halt 9%. Das wäre natürlich lustig. Dann können wir wahrscheinlich die ganze Plörre, die wir jetzt gemacht haben, können wir so wegkippen, weil wir keine Erntemaschinen haben, oder was? Interessant. Gut, dafür könnte man natürlich die Anleitung lesen, aber sind wir mal ganz ehrlich, wer tut denn das? Oder warte mal, kann ich jetzt... Aber wahrscheinlich geht das nicht. Weil ich kann es nicht ernten. Aber ist auch irgendwie auch egal, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Soll ja auch keinen Spaß machen. So. Kann ich doch. Siehst du, bei uns passiert das alles noch mit Handarbeit. So, jetzt haben wir den... Jetzt können wir doch... Wenn wir den jetzt bearbeitet haben, dann müssten wir den noch jetzt... abfüllen. So, Weine abfüllen. Also, wäre jetzt mal eine doofe Idee. Da ist nichts. Flaschen habe ich ja. Muss ich doch in der Stadt erstmal verkaufen. Aber das wäre jetzt geil. So, wann kann ich denn Sabotage machen? Okay, achso, das geht nur bei Spieler gegen Spieler. Okay. Ja, dann gewinne ich doch eh. So, Großhandel. So, Einzelhandel. Wir verkaufen es im Rewe. Da ist doch. Hat er doch. Also, kann ich doch verkaufen hier. So. Weinpreis in Rheinland-Pfalz, nichts. Ja, sag mal, hackt's noch oder was? Komm, ich verkauf's in Franken. Lokal herstellen, lokal verkaufen. Der Handel im eigenen Land ist nicht gestattet. Was sind das denn für abartige Regeln? Memo an mich. Sofort hier Wettbewerbs einschalten. Anwälte kontaktieren. WBS, ich ruf sie gleich an. So nicht. Rheinland-Pfalz, Rheinhessen... Ach komm, Württemberg. Die sind nicht so schnell. Die merken das nicht. Alles. So.
Ne, ist doch. Hab ich doch jetzt gemacht. Kriege ich jetzt auch Geld dafür? Oder habe ich ihn einfach nur in Baden-Württemberg in Gulli gekippt? So, kann ich noch eine Lesung anschmeißen und erst im nächsten Monat wieder. Alles, alles, völlig egal. Okay, geht nicht. Okay, gucken wir mal, ob das nachwächst oder ob wir neu mal jetzt neu lesen müssen. So. Es wird die größte Winzer-Simulation von allem. Es werden Kindeskinder und Kindeskinder, Kindeskinder erzählen, was für ein Jahrhunderterlebnis das war. Rebenzahn 61 war irgendwie schon ergiebiger. Alles. Völlig egal. Die gelesene Menge gar nichts. Okay. Kann es sein, dass es dem Weinberg nicht mehr so gut geht? Kann ich den Bestbieten verkaufen? Ihr seid doch da draußen nicht ganz so pfiffig. Ich würde den teuer verkaufen. Hättet ihr ein Interesse? Da muss ich erstmal wieder auf Neues. Anpflanzen nur im Frühjahr, natürlich. Ja gut, jetzt könnte ich die Frage ganz böse sagen, wie viel Weinsimulationen kennst du denn? Das wissen ja vielleicht viele gar nicht, das ist ein hartes Geschäft. Ja. Doof. Doof. Ja, Weine abfüllen, hier haben wir nichts. Das ist ein Problem. Wo war denn das, wo man den Weinberg hier düngen konnte? Ja, verpanschen brauche ich auch nicht, ich habe ja nichts. Also im Schupp. Weinberg düngen. So. Völlig egal. Knall alles drauf. Mir völlig egal. Und wenn der Grundboden für die nächsten 20 Jahre vergiftet ist, es ist mir völlig egal. Bis dahin bin ich tot. Ist mir völlig egal. Ja, komm. So. Hab ich doch gemacht. Was soll das denn? Bringt viel, habe ich das Gefühl. Naja gut, wenn Bochum mal ein Weinbergspiel rausbringen, dann endet das wohl so. Ich weiß gar nicht, ich bin aber glaube ich jetzt schon effektiver als beim letzten Mal. Aber macht euch keine Sorgen. Wir werden noch andere Sachen simulieren. So, aber ich kriege jetzt nichts mehr, oder was?
Hätte man alles anpflanzen müssen und dann nur noch immer ein halbes Jahr skippen? Ich meine, dass ich gerne andere Leute für mich arbeiten lasse, das finde ich okay. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch ein Tipp, den kann ich euch geben, ne? Also selber arbeiten ist doof, was andere das für billig Geld machen oder am besten gar nichts. Ihr könnt ja verkaufen, das ist ein Freundschaftsdienst, ne? Einfach auch mal die Familie einspannen, die wollen meistens nichts. Das klappt gut. Auch Kinder sind da meistens sehr begabt, die sind immer sehr motiviert. Und ja, irgendwie kriege ich keinen Wein mehr. Was in einem Spiel, wo es um Wein geht, nicht so gut ist. So, wir gucken mal, was passiert, wenn wir das Jahr einfach beenden. Vielleicht bin ich ja schon Weinkaiser oder Weinfürst oder so. Oder kann, was weiß ich, Allianzen mit Baden-Württemberg machen oder so. Oder vielleicht auch Baden-Württemberg einfach angreifen. So Risiko. Befreien Sie Baden-Württemberg. Da ist es. Der Leikolaf hat's verstanden. Erntemaschinen kosten Geld. Familien, Saisonarbeiter kosten gar nichts. Das hier. Der Leikolaf, das ist ein Guten. Der hat die Venom University abgeschlossen. Das ist richtig. Ich habe nur Ausgaben gemacht. Wisst ihr, was man nennt, wenn man nur Ausgaben macht? Dann ist man deutscher Finanzminister, aber... Vor allem der Weinberg geht langsam vor die Hunde. Jetzt kann ich aber doch eigentlich eine Erntemaschine kaufen, oder nicht? Im Jahr 1976. Im Jahr des Herren. Möchte gern eine Erntemaschine für den Weinberg. In Franken. Das Weingut Altschauerberg gründe ich hier, glaube ich, gerade. Ich weiß, es endet nicht gut übrigens. Irgendwann wird das geerbt von jemandem, der, ich sag's mal so schön, jetzt gerade durch Deutschland reist. So, Erntemaschine kaufen. Ich möchte diese Erntemaschine kaufen. Nein, ich möchte auch nicht 10 Stück davon, ich möchte nur eine. Aber dann habe ich jedenfalls eine. Ja. Ich meine, haben wir schon mal eine Erntemaschine. Also der technische Fortschritt findet auch auf diesem Gut statt. Ja, jetzt kann ich nur warten, bis ich dann wieder im August pflanzen kann. Die Plörre übrigens würde ich nicht wegschütten, wenn ich darf, sondern ich würde die Plörre definitiv noch teuer verkaufen. Notfalls ins Ausland, die haben noch weniger Ahnung von Wein. So. In Franken passiert nicht viel. Auch das kennen wir aus Videos. Ja, was war das? August, ne? Geht's weiter. Du kriegst auch nicht so wirklich Feedback, wann hier irgendwelche komischen Wettbewerbe stattfinden oder so. Was ja vielleicht mal ganz sinnvoll wäre, aber gut. Ne? Software aus Bochum. Jetzt werdet ihr sagen, hey, das kennt man von Siedler 8, aber das waren schon andere, die das verbrochen haben. So, Weinberg, los geht's. Ach, der Müller-Togau, der bleibt. Komm, ich glaube, es ist mal Zeit für den Trollinger, ne? Komm, wir kaufen mal ein bisschen Trollinger. Oder können wir mal einfach... Ich möchte gar nicht sagen, was ich gerade denke.
Traum lesen. Hier, Traum lesen und der Snake kommt rein. Dieser Wein ist für dich. Denn im Wein liegt auch die Wahrheit und manchmal auch reife und überreife Trauben. Und der Snake, das ist ein Vernünftiger, der weiß das. Der sagt sich, hey, das können wir noch bestimmt teuer verkaufen. Hast riecht? Also gehen wir punchen. So, jetzt hat man gerade mit Zucker gearbeitet, das hat ganz gut funktioniert. Jetzt machen wir es mal mit Wasser. Vorher haben wir noch die örtlichen Brunnen aufgekauft, wie sich das gehört. So. Wässern. Kann man noch mehr rausziehen, ne? Wie, der ist schon gepuncht? Hab ich doch gar nicht gemacht. Das heißt, der puncht den dann automatisch? Ich meine, gut, wenn ich motivierte Mitarbeiter habe, die das automatisch machen, finde ich das super. Finde ich gut. So, zur Stadt und verkaufen. Soll ich mal im Großhandel versuchen, das anzu... habe ich nichts? Ich habe doch jetzt auch eine Erntemaschine und alles, was dazu gehört. Hier wird man betrogen, wo man dabei ist. Das finde ich persönlich ein Skandal. Da ist man erfolgreicher Unternehmer. Und da wird man dementsprechend immer weiter gehändet. Das ist unglaublich. Ihr müsst euch vorstellen, man könnte als Unternehmen so viel Gutes tun. Ja? Auch für sich selber. Aber man wird da immer gestoppt. Das ist ein Teufelskreis. Wie willst du denn auch bitte denn irgendwie was Sinnvolles tun, wenn du nicht in deiner eigenen Tasche wirtschaften kannst? Das ist doch unglaublich. Was ist das denn hier? Ne? Erfolg muss auch reich machen. Und Reichtum ist keine Schande. Möchte ich einfach auch mal sagen. Also einfach mal, ne? Ist ein Skandal. Ihr könnt mir auch einfach mal herzen, ja? Reichtum, ja, wird gar nicht gedankt in diesem Land. Dem Frambi sei mal gut, der Frambi, der versteht mich. Der kann die Gefühle nachvollziehen. Er sagt sich hier, du verdienst Geld. Und dann kommen irgendwelche Leute und nehmen es dir weg. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist Diebstahl. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ja, das ist hier. Der Lagwalaf, der versteht mich. Es ist nicht schön, ein Millionär in Deutschland zu sein. Es wäre besser, ein Milliardär in Deutschland zu sein. Aber nun ja. So. Ich habe doch jetzt gerade die Rebsorte geerntet. Rebenanzahl 3. Ja, alles mitnehmen. Oder sind das zu wenig Trauben? Dass man deswegen das nicht verticken kann, dass das so... Ja, jetzt kriegen wir wieder nichts. Das ist doch unglaublich. Das ist ein Skandal. Traum lesen, ja. Und wieder nichts, oder was? Alles, ich will alles da in den Container schmeißen. Notfalls verkaufe ich es als Hundefutter. Völlig wurscht. Merken die auch nicht. Irgendwie... Warte mal, wie sagt denn die Statistik? Ja, immer nur 566 Mark ausgegeben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es gibt Retro-Sammler, die geben mehr an einem Tag aus. Also so gesehen ist das kostengünstig. Wenn ich jetzt noch die Arbeiter feuer, dann wird das vielleicht noch günstiger. So. Laut dem Gesetzbuch sind Sie nun verpflichtet, Ihr Kellerbuch durch einen staatlichen Weininspektor überprüfen zu lassen. Möchten Sie den Weininspektor vor der Prüfung zu einer Tasse Kaffee einladen? Ja sicher, ich schmier den. Das ist doch keine Frage. Ist doch logisch. So, Sie führen den Herrn in einen kleinen Nebenraum. Dort erwartet Sie schon das Hausmädchen, welches
eilig den Kaffee serviert. Ich hatte übrigens erst gelegen, eklig den Kaffee serviert, aber der Weininspektor interessiert sich sehr für ihr Vermögen. Kann ich verstehen. Ich mich auch. Also, wer kennt das nicht? Ne? Reichtum ist halt sexy. Ne? Sie erzählen ihm, dass sie circa 20.010... Wieso, ich erzähle ihm noch nicht, was ich besitze? Habe ich einen Knall? Also, kurzer Tipp, mal so unter uns. Ihr, die ja auch sagt, Armut ist nicht mein Ding, ne? Sondern Reichtum ist mein Ding. Niemals Zahlen erwähnen. Niemals Zahlen erwähnen. Einfach sagen, hör mal, wenn du die Zahl wissen willst, kannst du sie dir nicht leisten. Punkt. So, sie würden ihm gar einen Teil davon abgeben. So, das ist so ein staatlicher Dödel, ne? Komm. Komm, kannst du auch mal deiner Frau ein bisschen angeben? Vielleicht kriegst du dann auch eine andere. Ach, kann ich gar nicht? Manchmal verstehe ich das nicht. Kann ich ihm jetzt nur 900 Tacken anbieten? Ja gut, dann kriegst du halt 900 Tacken. Wenn ich dich nicht mehr schmieren darf, laut Game. Ich meine natürlich, wenn ich dich nicht irgendwie bekehren darf zu einer besseren Wahrheit, dann... Was ist jetzt los? Habe ich jetzt den Knast freigeschaltet oder was? Wovor? Zack, zack. Die nächste Weinüberprüfung kommt gewiss. Bis demnächst. Also alles super. Ja, das ist wahrscheinlich der guckt wahrscheinlich nach, ob das Ding gepanscht ist oder nicht, ne? So. Ja, haben wir nur Ausgaben. Wäre doch mal schön, wenn man hier irgendwie tatsächlich mal was freischalten kann oder so. Das ist ein Skandal. Was sagt der denn hier? So. Heißt doch nix. Weinberg ist doch voll tot. Gut, ich hätte jetzt auch nicht den wahrscheinlich überdüngen sollen und sowas. Und wahrscheinlich den ganzen Wein punchen. Aber sind wir noch mal ganz ehrlich? Ihr würdet das genauso machen. Deswegen, wenn du schon einen Weinberg hast, dann punch. Also ich habe so die Befürchtung, dass da nicht wahnsinnig viel mehr passiert. Und ich glaube, da werde ich recht haben. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal einen Cheated Run. Mal gucken. Da, ich kriege ja gar nichts rein. Ich kriege ja gar keine Einnahmen. Ich werde nur ausgenommen. Das ist auch nicht schön. Willst du in einen Manga reinkommen, in einem Weinberg? Reben lesen ist jetzt... ist eine andere Definition. Ja, das war Winzer. Ich würde sagen, da ihr so gut durchgehalten habt, habe ich noch was anderes. Sehen wir uns gleich wieder. Von Wischart, Reichtum ist sexy. Dran denken. So. Den Wein habe ich jetzt, den Weinberg habe ich kaputt gemacht. Jetzt wird mal gucken, welche Industrie ich jetzt als nächstes kaputt mache. Bis gleich.